Kleine Bewegung, große Wirkung. Dass dieser Mann darüber eine Fabrik kontrollieren kann, ist nicht unbedingt sofort zu sehen. Über Xbox Kinect und eine Software kann er schnell und unkompliziert Lagerstände einsehen und den Energieverbrauch ablesen. Das ist die Digital Factory oder auch Industrie 4.0. Es gibt Smart Products. Smart Products, das sind Produkte, die kennen den Herstellungsprozess. Die wissen also, wie sie produziert werden. Die können sich an Maschinen anmelden und der Maschine erklären, was als nächstes zu tun ist. Ja? Die können aber zum Beispiel auch einem übergeordneten Steuerungssystem melden, dass sie schon zu lange an der Stelle liegen, wo sie liegen. Ja, solche Dinge. Das Ganze findet statt in einer Smart Factory. Eine Smart Factory zeichnet sich dadurch aus, dass sie anders als heute oder noch mehr als heute, vielleicht besser gesagt, in der Lage ist, umkonfiguriert zu werden. Das heißt also, die Ressourcenstrukturen, das, was heute produziert wird, wird morgen vielleicht mit anderen Strukturen produziert. Noch steckt sie in den Kinderschuhen, die standardisierte Vernetzung von Industrie und Internet. Die Nachfrage ist jedoch groß, ebenso die Erwartungen. Gerade die Automobilindustrie der Zukunft braucht Software, die sich an veränderte Produktionsbedingungen anpasst. Industrie 4.0 ist es sicherlich ein großer Aspekt, da wir hier mit diesem Fahrzeug auf ein dezentrales Montagekonzept setzen. Das bedeutet, heute werden Fahrzeuge so produziert, dass alle Teile aus der Welt zu einem Standort kommen und dann die fertigen Fahrzeuge in alle Welt wieder hinausgehen. Hier mit unserem Konzept haben wir die Möglichkeit, dezentral, also lokal, die Fertigung zu gewährleisten. Industrie 4.0 ist nicht nur Leitthema der Hannover Messe, sondern auch ein Teil der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Deutschland soll bis 2020 Vorreiter bei der Lösung globaler Herausforderungen werden. Bis dahin zeigt sich, ob durch die Innovationen deutscher Unternehmen die vierte industrielle Revolution ins Rollen kommt.